Christoph Oberle fragt, handelt es sich bei den Ottern, die sich derzeit stark ausbreiten, um eine neue Art? Ich glaube, das kann der Herr Handland beantworten am schnellsten als Biologe. Also die Studien, die mir jetzt vorliegen, es ist keine neue Art, sondern es ist der einheimische Otter. Es wird ja immer wieder mal berichtet, dass auch Otter ausgesetzt wurden. Das ist aber jetzt in den Studien bisher nicht nachgewiesen und es gibt ein breites Monitoring. Ich möchte nicht ausschließen, dass einzelne ausgesetzt werden, aber man erkennt über diese Besiedlung zum Osten her oder von Tschechien und so weiter, das ist so sukzessive über Bayern auf dieser Achse, das ist eine ganz klassische Verbreitung. Das haben wir bei Tierarten, die ausgesetzt werden, schaut sowas anders aus. Das sind dann eher einzelne Punkte, von denen sich das ausbreitet. Also ich halte es für total unwahrscheinlich, aber ich bin ja nicht der Experte da drin im Fischottermanagement. Also da ist sind meine Kollegen, die sind aber jetzt momentan nicht da. Ja, vielen Dank. Frau Schmidt, Sie bekommen die zweite Frage. Ja, Und also. die kommt von der Fischzucht Heller Brehm. Das sind zwei Fragen, aber die lassen sich zu einer zusammenfassen. Was soll mit den unbewirtschafteten Teichen geschehen und will der Staat diese Flächen bewirtschaften? Also die Flächen kann niemand bewirtschaften. Außerdem haben es ja Eigentümer. Irgendwann werden sie, wenn weiter der Druck auf die Landwirtschaft, auf die Flächen so kommt, dann werden sie halt irgendwann mal zu Maisäcker werden. Ich habe gehört, dass das in der Oberpfalz sind mir schon Bilder geschickt worden, dass große Weiherflächen in Maisäcker umgewandelt werden. Also das kann durchaus passieren. Aber ich würde auch gerne zu der Frage zuvor antworten. Ich habe letztes Jahr in einer Tiergartenzeitung gelesen, dass der Tiergarten Nürnberg seine Otter in die Natur zurückschicken will. Also das ist natürlich echt ein dicker Hund, wenn er es tut. Und manchmal habe ich schon den Verdacht, wenn ich in der Kartierung ringsherum keine Otter habe und dann ist dann einer bei Weißenburg und der andere ist wiederum allein, sondern da ist alles überfahren gewesen, da muss er ja irgendwo sein. Ich denke, nachdem er höchstwahrscheinlich kein Fallschirmspringer ist, so Otter, das hat man noch nicht beobachtet in der Natur, muss er schon großartige Unterstützer haben. Und die Österreicher untersuchen übrigens die Otter genetisch, habe ich jetzt gehört, wo sie, weil das müssen wir uns dann wirklich fragen, müssen wir, wenn es um die Genetik geht, müssen wir ein Tier schützen, das wir noch nie da gehabt haben. Ähnlich sehe ich das auch beim Kormoran, wenn es jetzt wirklich dieser Oral-Otter ist, den es ja zuhauf gibt, ich weiß nicht, wie die Unterarten heißen, entschuldigen Sie, dann frage ich mich, ob wir den überhaupt schützen müssen. Also ich muss ja auch keine ägyptische Sandviper bei uns einführen, wo wir Sandgebiete haben. Ja, eine Prognose, glaube ich, gefragt. Nee, Prognose ist es nicht ganz, aber bei der vierten Frage von Gerhard Meyer. Warum kann der Schutzstatus nicht geändert werden, wenn der Bestand stabil ist? Wer kann ich was sagen? Also, Herr Finals. der. Also, das müsste man nur wollen. Den kann man schon ändern. Ich bin ja auch in meiner Eigenschaft als Verbandsvorstand von europäischen Verbänden mit den entsprechenden Generaldirektionen zugange. Und da war es auch beim Kormoran so, den Schutzstatus, den kann man schon ändern. Da hält sich, wenn man das gut begründet, bekommt man die Freigabe von der EU. Und ich warne davor, dass man immer nur die EU, die weit weg ist, vorschiebt und sagt, wir dürfen es ja nicht. Man muss es wollen und dann findet man auch einen Weg dazu. Natürlich sind entsprechend massive Kräfte von anderer Seite, die da dort eben entsprechende Lobbyarbeit auch in der Politik machen, um das zu verhindern. Aber wenn die Politik das will, auf deutscher und auf Länderebene, dann geht das. Das ist gar keine Frage. Man muss es gut begründen. Und wenn man es über die Populationsgröße macht, und das war ja mit der Grund, warum wir auch diese Genetikuntersuchungen machen wollten, dann ist es kein Problem. Ja, Sebastian Hanfland, Sie wollten noch was kurz dazu sagen?
Ja, also es geht ja auch mit dem jetzigen Schutzstatus. Also es ist so, dass das Landesamt für Umwelt im FFH-Bericht 2013 den guten Erhaltungszustand für Bayern festgestellt hat. Das wäre eigentlich also einer der wichtigen Faktoren, dass man eingreifen darf, wenn entsprechende Schäden auch nachgewiesen sind. Und allerdings hieß es dann, ja, das geht trotzdem nicht, weil das muss das Bundesamt den guten Erhaltungszustand für ganz Deutschland feststellen. Und in Österreich ist eben das, glaube ich, für ganz Österreich festgestellt, dass die einen guten Erhaltungszustand haben. Aber das ist jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist etwas formalistisch, weil beim Biber, als man beim Biber eingegriffen hat, da war der Erhaltungszustand weder in Bayern noch im Bund gut und man hat eingegriffen, weil man gesehen hat, man muss eingreifen mit der AAV, also Allgemeine Artenschutzverordnung, mit der auch die Entnahme von Bibern zugelassen ist. Es werden ja, glaube ich, an die 2000 Biber pro Jahr entnommen, ist teilweise gar nicht so bekannt. Das wurde aber schon eingeleitet, da war der Erhaltungszustand noch nicht gut, aber der Biber schaut halt nicht so possierlich aus wie der Fischotter, da hat man sich vielleicht... Da könnte man drüber streiten. Ja, kann man sich drüber streiten, aber meine Töchter haben gesagt, wollt ihr jetzt wirklich den Fischotter an den Kragen? Ich habe gesagt, wieso, aber beim Biber akzeptierst du es doch auch. Ja, aber der ist ja nicht so niedlich. Das ist halt natürlich ein schwieriges Argument, aber zumindest wird damit zweierlei Maß gemessen. Und meines Erachtens kann man mit dem jetzigen Erhaltungszustand und den Vorgaben der EU schon eingreifen. Man muss es nur wollen, die Politik muss wollen. In Bayern hat es ja einen ersten Schritt gemacht, aber wenn das natürlich beklagt wird und es da nicht weitergeht, tritt man trotzdem auf der Stelle. Aber man gibt nicht auf und kommt mit einem neuen Ansatz. Ja, wir haben jetzt noch eine Frage, die sich mit was ganz anderem beschäftigt, nämlich welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Fischerei und Teichwirtschaft? Maria Löffler fragt. So. Wer fühlt sich berufen, diese Frage wirklich zu beantworten? Herr Finesch. Ja, ich kann da schon vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Der Klimawandel betrifft uns ganz massiv. Und zwar, uns fehlen die Schneefälle im Winter, die hohen Schneehöhen im Winter, die dafür sorgen, dass unsere Kettenteiche, die sonst weitgehend keinen weiteren Zulauf haben, überhaupt voll werden. Und das ist eigentlich ein Problem, das wir merken durch die Aufgabe von Teichen. Die massiven Regenfälle, die vielleicht Starkregenfälle dann im April oder im Mai kommen, die füllen unsere Teiche nicht. Die führen kurzfristig zu anderweitigen Überschwemmungen. Aber der Zulauf, der benötigt wird durch Wasser, das im Boden versickert und dann eben über einen langen Zeitraum zuläuft, das fehlt uns massiv. Und die Starkregenfälle schwemmen uns dann höchstens das halbe Maisfeld in den Teich. Und das führt dann zu einem weiteren Schaden. Also der Klimawandel ist erheblich zu merken. Gleichzeitig merkt man zum Beispiel auch, dass sich verändert die Zeiten, wann die Fische laichreif werden. Genauso wie man merkt, wann die Vögel, zum Beispiel die Zugvögel, zurückkommen. Die werden bis zu 3 Wochen kommen, die früher. Kuckuck zum Beispiel, der legt dann plötzlich, findet dann das Nest gar nicht mehr vor, wo er normalerweise weil die Vögel schon geschlüpft sind. Und bei uns mit den Teichen ist es auch so. Und die mangelnden Niederschläge haben viele kleine Forellenzuchten bereits zum Aufgeben gezwungen. Das heißt, es ist einfach kein Wasser mehr da. Und die Erderwärmung oder die Erwärmung hat ein ähnliches Problem. Vielen Dank. Wir haben jetzt tatsächlich auch noch eine Frage zum Biber, der definitiv kein Prädator ist, weil er sich nur pflanzlich ernährt. Die Frage kommt von Josef Lausch aus dem Landkreis Rosenheim. Er schreibt, wir haben bei uns im Landkreis große Biberschäden. Wie wollen Sie das Biberproblem lösen, Frau Schmidt? Ja, beim Biber gibt es ja Entnahmen. Der Biber ist tatsächlich ein Vegetarier. Der Biber lässt halt bloß alles gerne Wasser ab. Also da ist es dann wirklich so, dass wenn ein Biber unterwegs war, Tausende an Fische sterben. Also wenn wir einen Fisch
vergessen würden, dann wird man gegen das Tierschutz am Boden liegen lassen, dann wird man über das Tierschutzgesetz zu Recht bestraft werden. Umgekehrt, wenn der Biber einen Weiher ablässt, dann habe ich gar keine schnelle Handlungsmöglichkeiten. Das entscheiden aber die Landratsämter und es klappt in vielen Gebieten schon sehr, sehr gut. Biber werden schon entnommen. Es gibt aber auch Täler, da schaden die Biber nichts. Ich denke, das ist, was wir allgemein lernen müssen, dass das immer in der Waage bleibt. Im Wald funktioniert es ja schon seit Jahrhunderten mit unseren Jägern und das, was die Natur nicht selber leistet, durch das Überangebot bekommen wir Überpopulationen und da müssen wir helfen, da müssen wir unterstützen und da greift man halt dann wirklich als Mensch ein. Und es ist wichtig, dass wir eingreifen und jetzt möchte ich das mit dem Klimawandel von der anderen Seite sagen, wenn wir unsere Deichwürde und unser Wasserrückhalt nicht hätten, in so einer Deichkette ist das Wasser da was über Jahre zurückhalten. Der eine lässt ab, dann läuft es im nächsten Weiher und im nächsten Weiher und da kommt wieder Regenwasser dazu. Da wird Weiher über Jahre genutzt. Also das ist ein Hammersystem. Wenn wir das aufgeben und die trocken stehen lassen, speichern wir noch weniger Regenwasser und dadurch sind ja eher niederschlagsarme Gegenden. Wir bekommen in den letzten Jahren nicht jedes Jahr die Weiher voll, aber wir schädigen auch den Grundwasserkörper drunter, weil der ist ja dann unmittelbar dem Klima ausgesetzt, die wärmeren Temperaturen. Also da heißt es in Forschungen, und die Verdunstungskälte merkt man in die Orte drumherum, wo Wasser ist. Erstens hat man Wasser zurück. Zweitens haben wir noch Verdunstung, es tut dem Klima gut. Also das ist eine umwelttechnische Leistung, auch eine Klimaschutzleistung, dieses Wasser über Jahre zu nutzen, die ist einzigartig. Das machen aber die Leute nicht mehr, stecken nicht mehr Geld in den Deichbau oder in die Reparatur der Dämme, wenn sie nicht einmal einen Euro übrig haben.